Das ist Christina. Wir treffen die 26-Jährige am vergangenen Freitag in einem Hotel im österreichischen Bregenz. Kurz vor einem Termin, der ihr Leben verändern soll. Ich bin sehr aufgeregt. Es ist alles ein bisschen aufgewühlt. Aber ich bin entschlossen jetzt. Also ich freue mich auch, das jetzt zu erzählen. Christina will die Wahrheit herausfinden, will endlich wissen, wer sie ist. Über 2 Jahrzehnte hat sie in einer Illusion gelebt. Heute geht Christina an die Öffentlichkeit. Das hier soll heute überhaupt kein Anlass für Schuldzuweisungen oder so sein. Mein größtes Ziel ist, meine Eltern zu finden. Einen Tag später. Wir besuchen Christina zu Hause. Die Studentin stöbert in alten Fotoalben. Das hat sie immer schon gerne getan. Ist natürlich jetzt schon eine andere Situation. Man betrachtet das alles ganz anders. Und man versucht dann zu sehen, mein Gott, die Unterschiede sind so offensichtlich. Wie konnten wir das eigentlich immer nur so abtun? Christinas Eltern mit ihrer Tochter kurz nach der Entbindung. Zum ersten Geburtstag hält Christinas Mutter ihre Tochter glücklich im Arm. Was damals noch niemand ahnt, Christina ist gar nicht ihre Tochter. Manchmal kommt der Gedanke, ich kenne niemanden, mit dem ich verwandt bin. Ich kenne keinen Mensch, den ich in meinem Umfeld habe. Ich bin mit niemandem von diesen Leuten verwandt. Christinas Leben beginnt 1990 im IVF-Zentrum in Bregenz. In der 4. Etage dieses Geschäftshauses ist die Klinik des renommierten Fortpflanzungsmediziners Professor Herbert Zech untergebracht. Christinas Eltern, Gastarbeiter aus Serbien, wenden sich an Zech, weil sie keine Kinder bekommen können. Nach einer künstlichen Befruchtung wird Christinas Mutter schwanger. Am 2. April 1991 wird Christina geboren. Das Familienglück ist perfekt, erst recht als Christina 1,5 Jahre später noch eine kleine Schwester bekommt. Auch Marina ist Ergebnis einer künstlichen Befruchtung. Dass Christina keinerlei Ähnlichkeiten mit anderen Familienmitgliedern hat, fällt früh auf, erinnert sich auch Christinas beste Freundin Selina. Das war so blond-blaue Augen, heller Hauttyp und die Schwester groß, dunkel, also dunkle Haare, dunkle Augen, Mutter genauso. Und Christina die Einzige, die blond war, blaue Augen. Das gehörte wie nicht hinein. Und wenn wir sie darauf angesprochen haben, hat sie das immer so weggetan. Ja, ich bin eben speziell und das ist jetzt eben so. Vor allem die äußerlichen Unterschiede zwischen Christina und ihrer Schwester Marina führen bei Freunden und Bekannten immer wieder zu unangenehmen Fragen. Die Leute haben immer gesagt, ja, seid Schwestern, wirklich. Also das war total unglaubwürdig. Also wir haben dann gesagt, ja, natürlich, wieso nicht so? Aber ich habe dann auch mich nicht getraut, irgendwie da weiter den Gedanken zu verfolgen und dann die Zweifel wirklich dann auszuleben, weil ich hatte auch Angst davor, mir das vorzustellen, natürlich. So wie Christina älter wird, nehmen auch die Zweifel zu. Bei Christina wurde nach der Geburt die Blutgruppe 0 positiv festgestellt, ihre Mutter aber hat die Blutgruppe AB negativ. Christina fängt an zu recherchieren, ob solch eine Blutgruppenkonstellation bei einer genetischen Verwandtschaft möglich ist. Deswegen habe ich dann immer wieder bei allen möglichen Arztterminen nachgefragt, ist das möglich? Und jeder Arzt hat dann aber Nein gesagt. Und ich habe dann auch Biologielehrer gefragt, Chemielehrer, alle, die irgendwie Ahnung von Biologie oder so haben, habe ich gefragt. Und die haben dann alle gesagt, nein, eigentlich ist das ausgeschlossen. 2010, da ist sie gerade 19, wendet sich Christina deshalb an das IVF-Zentrum, in dem sie durch eine künstliche Befruchtung gezeugt wurde. Ich habe dann da angerufen. Und habe dann mit dem Arzt gesprochen, also mit dem Sohn des Arztes, der die Befruchtung damals vornahm. Und er hat dann auf die Frage, ob eine Mutter Blutgruppe AB haben kann und die Tochter 0, hat er dann geantwortet, ja, er müsse das noch in den Akten nachschauen. Und das hat mich ein bisschen komisch, das hat mir ein komisches Gefühl hinterlassen. Und danach habe ich dann gewartet auf seinen Rückruf. Und als dieser dann kam, hat er mir dann erklärt, mit vielen lateinischen Begriffen allerdings, die ich auch nicht unbedingt verstanden habe. Ich habe mir da versucht, Notizen zu machen. Er hat mir dann auf jeden Fall, Fazit davon war, dass es sehr selten, aber durchaus möglich ist, dass das so der Fall ist. Die Zweifel an ihrer Abstammung nagen weiter an ihr. Aber es dauert noch 4 Jahre, bis sie sich 2014 zu einem DNA-Test entscheidet.
Zwei Wochen später das Ergebnis. Sie sitzt gerade im Zug, als das Telefon klingelt. Von ihrer Schwester erfährt Christina, dass sie genetisch nicht zur Familie gehört. Die Nachricht reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Und als ich dann ausgestiegen bin in meinem Wohnort, ich konnte dann an die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich habe dann den ganzen Weg nach Hause, ich musste dann einfach weinen auf der Straße. Es ist ein bisschen schwindelig gerade. Die ersten Tage danach erlebt Christina wie in Trance. Ich dachte jeden Tag, nachdem ich aufgewacht bin, dachte ich so, da war doch irgendwas. Und dann erinnert man sich so, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich Gewissheit. Und dann weiß man, dass noch so viel bevorsteht, dass noch so viel aufzuklären ist und dass ich als erstes noch irgendwie schauen muss, wer ist dafür zuständig und was kann ich jetzt überhaupt tun. Das Testergebnis ist eindeutig. Sie ist weder mit ihrer Mutter noch mit ihrer Schwester verwandt. Bei Christinas Zeugung musste etwas schiefgelaufen sein, deshalb entscheidet sie sich, ihre Eltern zu suchen. Gemeinsam mit einem Anwalt wendet sie sich wieder an die IVF-Klinik, in der sie gezeugt wurde. Die Klinik nennt ihr drei mögliche Paare, die als Eltern in Frage kommen könnten, und organisiert DNA-Tests. Ohne Ergebnis. 2016 wendet sich Christina deshalb erstmals auch an Zeitungen. Vier Paare melden sich daraufhin und erklären sich ebenfalls zu DNA-Tests bereit. Und die haben mir auch sehr gewünscht, dass ich die Eltern finde. Und die waren auch sehr betroffen. Und einige haben sich sogar sehr auf ein positives Ergebnis gefreut. Und die haben wirklich gesagt, wir haben auch Fotos manchmal ausgetauscht. Und dann, ja, man sieht schon die Ähnlichkeit. Und man hat dann Ähnlichkeit gesucht. Und es waren schon auch schöne Erfahrungen. Und es war so schön zu sehen, dass die Leute da wirklich ehrlich daran interessiert sind und dass ihnen das wichtig ist. Aber auch diese DNA-Tests bringen kein positives Ergebnis. Und es kommt noch dicker, vor wenigen Wochen der nächste Schlag für Christina und ihre Familie. Ja, jetzt seit kurzer Zeit ist ja meine kleine Schwester betroffen, weil bei ihr jetzt auch festgestellt wurde, gemäß DNA-Untersuchung, dass sie nicht die leibliche Tochter meines Vaters ist. Und die Befruchtung, die zu ihrer Geburt geführt hat, ist ja schlussendlich auch am gleichen Ort durchgeführt worden. Davon gibt es auch Aufzeichnungen, Dokumentationen. Die haben wir auch, dass meine Mutter dann und dann dort war. Und jetzt bin ich natürlich als große Schwester, die ja immer die große Schwester war, auch wenn mittlerweile meine Schwester deutlich größer ist als ich, bin ich natürlich betroffen als große Schwester und möchte auch für sie und sie natürlich auch wissen, was die Wahrheit ist. Wir konfrontieren die IVF-Klinik mit dem, was Christinas Familie passiert ist. Dort ist man über Christinas Gang an die Öffentlichkeit verärgert und zweifelt ihre Darstellung der Geschehnisse inzwischen offen an. Man muss sich doch fragen, ob es statistisch und von der Wahrscheinlichkeit her nachvollziehbar ist, dass zweimal in der gleichen Familie in einem engen zeitlichen Kontext ein Fehler passiert. Das hat uns zu denken gegeben. Die DNA-Gutachten zweifelt die Klinik aber nicht an. Und ihr Anwalt gibt bereits im Jahr 2014 in einem Schreiben zu, Zitat: Dass es im Jahr 1990 aufgrund eines Fehlers dazu gekommen ist, dass Frau Miluska V. nicht ihre eigene, sondern eine fremde Eizelle eingesetzt worden ist. Damit nicht genug. Das IVF-Zentrum hat Christina nach Bekanntwerden der Eizellenverwechslung erst 300.000, später sogar 500.000 Euro angeboten. Christina hat das abgelehnt. Sie will kein Geld, sie will ihre Eltern finden, sagt sie. Christina wird deshalb weiter nach ihren leiblichen Eltern suchen. Es geht dabei vor allem um Paare, die zwischen 1988 und dem 17. Juli 1990 im IVF-Zentrum in Bregenz in Behandlung waren. Irgendwo sind die Eltern und wenn irgendwo die Leute sind, dann lassen die sich doch auch finden. Deswegen bin ich da auch guter Hoffnung. Dass sie scheitern könnte, macht ihr keine Angst. Die Wahrheit finden, das ist Christina auch ihrem Vater schuldig.
der 2009 an einem Hirntumor starb, im Glauben daran, dass er zwei Töchter gezeugt hat. Ich denke zurück, wie er uns immer genannt hat. Er hat immer gesagt, dass meine Mutter, ich und meine Schwester seine drei Prinzessinnen sind. Und gestern hat meine Mutter auch so gesagt, das wird immer so bleiben. Für ihn ist es vielleicht auch schön, dass er das nicht erfahren hat, weil für ihn sind wir immer noch seine drei Prinzessinnen. Und das bleibt so. Er hat uns immer so. Er hat uns sehr geliebt.